Ganz herzlich willkommen zu TV Bayern Live. Wir schauen uns in dieser Stunde an, was das neue Jahr bringt, wie Sie am besten Ihren Urlaub planen, welche gesetzlichen Änderungen es gibt, wie Sie den Weihnachtsspeck wieder runterbekommen, falls Sie denn welchen angesetzt haben, und welche Vorsätze es gibt für 2015. Na, haben Sie sich auch schon für das neue Jahr viele gute Vorsätze vorgenommen? Meine Vorsätze fürs nächste Jahr sind die, dass ich ein bisschen besser da schaue, dass es mit meiner Freundin hinhaut. Ich höre mit dem Rauchen auf. Mehr Bewegung, nicht so gemütlich aufs Sofa liegen. Dass ich einen neuen Job habe. Möchten gern viel verreisen, abnehmen. Gesund ernähren. Mehr Sport treiben. Vielleicht weniger Döner, weniger Alkohol. Mit dem Rauchen aufhören, abnehmen und überhaupt gesünder leben, das sind die Klassiker unter den Neujahrsvorsätzen. Inzwischen gehören aber auch eher Wünsche wie Stress abbauen oder mehr Zeit mit der Familie verbringen zu den Top 10 der guten Vorsätze. Ich denke, es ist schon ein Bedürfnis, ab und zu ein Paket zur Seite zu stellen und mit leichterem Gepäck weiterzugehen. Und zum Neujahrsbeginn ist es gesellschaftlich legitimiert, dass man es tut. Man braucht es nicht rechtfertigen. Man kann es einfach machen, weil es andere auch tun. Doch die Absichtserklärung ist das eine, die Durchführung das andere. Oft sind alle guten Vorsätze schon bis Mitte Januar längst vergessen. Wie also schafft man es, den inneren Schweinehund zu überlisten? Es geht vom Kopf aus. Das muss man sich vornehmen und dann muss man halt standhaft bleiben. Jeden Tag immer an das Positive denken, nicht mehr an das Negative, dann klappt das auch. Man muss es halt wollen, also der Wille muss stark sein. Ja. Wenn der nicht stark ist, dann schafft man es nicht. Das hört sich alles schon mal ganz gut an. Aber was sagt die Expertin? Wie schafft man es, seine Vorsätze auch in die Tat umzusetzen? Sich selbst ins Zentrum stellen, auf keinen Fall für andere machen, sondern nur für sich. Ja? Dem Ganzen Sinn geben. Dann natürlich nicht zu große Schritte machen, auch mit einplanen, dass es Rückschritte geben kann, Rückfälle geben kann, sich davon nicht irritieren lassen, sondern die im Prinzip gleich mit einplanen, ja, und sagen, okay, jetzt hat es halt stattgefunden, jetzt gehe ich trotzdem weiter. Und das Ganze aber schon auch erreichbar machen. Also wie ist das denn nun? Ist das Neujahr auch wirklich der beste Zeitpunkt für Veränderungen? Ich denke, es ist ein Bedürfnis, dass wir es machen und es ist auch gut. Es gibt ja auch noch andere Daten wie Geburtstage zum Beispiel, runde Geburtstage. Aber es sind schon immer Einschnitte, die uns gemacht werden, die es uns dann leichter machen einfach. Leichter machen, neu anzufangen, weil ein mehr oder weniger künstlicher Schnitt existiert. Dann ist der Neuanfang leichter. Also nochmal, setzen Sie sich nur realistische Ziele, nehmen Sie sich nicht zu viel auf einmal vor und denken Sie daran, Rückschläge sollten Sie nicht entmutigen. Und wir alle hoffen natürlich, dass das neue Jahr arbeitnehmerfreundlich ist. In vielen Firmen dürfte ja bereits der Wettlauf um die Urlaubsplanung begonnen haben. Wie da die rechtliche Lage aussieht und wie man am besten plant, um den einen oder anderen freien Tag mehr herauszuschlagen, das zeigen wir Ihnen jetzt. Die schlechte Nachricht zuerst. Für Brückenbauer gibt es 2015 kaum geeignete Fundamente, sprich gesetzliche Feiertage, die auf einen Werktag fallen und sich mit Urlaubstagen zu einer längeren Auszeit verbinden lassen. Die einzigen beiden nennenswerten verlässlichen Feiertage sind Christi Himmelfahrt und Fronleichnam am 4. Juni, jeweils ein Donnerstag. Der Run auf die darauffolgenden Brückentage wird dementsprechend groß sein in den Firmen. Doch welche Rechte habe ich als Arbeitnehmer? Dazu muss man wissen, die Festlegung des Urlaubs obliegt dem Arbeitgeber, der hat das Weisungsrecht. Wer zuerst kommt, mal zuerst, das ist natürlich schon sehr wirksam, aber auf die Dauer nicht gerecht. Deshalb sollte man wirklich darauf achten, dass die anderen Mitarbeiterinnen es auch mitbekommen, jetzt auf Arbeitgeberseite mitbekommen, wenn einer den Urlaubsantrag stellt. Denn dann, bei uns sieht es auch so aus, ist dann schon alles voll, wenn die Letzte kommt oder der Letzte.
Und es ist auch meines Erachtens unfair. In der Kanzlei der Rechtsanwältin Dumann ist ein bewährtes System zur Regel geworden. Beim schriftlichen Urlaubsantrag ist die Unterschrift eines vertretenen Kollegen notwendig. Dumann rät in Unternehmen generell zu mehr Kommunikation und gegenseitiger Rücksicht. Es müssen jedoch nicht immer nur die jungen Singles zurückstecken. Im Paragraph 7 Bundesurlaubsgesetz ist gesetzlich geregelt, dass bei der Festlegung des Urlaubs die Urlaubswünsche des Arbeitnehmers zu berücksichtigen sind. Wenn also jemand Familie hat mit schulpflichtigen Kindern, dann muss der Arbeitgeber es auch berücksichtigen, aber nicht jedes Jahr. Der Arbeitnehmer hat auch ein Recht, mal auch zum Zug zu kommen und nicht nur immer der Ältere und nicht nur immer der mit Kindern. Ein kleiner Tipp: Wer vom 14. Mai bis zum 25. Mai 6 Urlaubstage investiert, kann beinahe 2 Wochen am Stück frei haben. Ein idealer Zeitraum, um auch über eine Reise nachzudenken. Hier gilt sowieso die Devise: Je früher, desto günstiger, weiß Reiseexpertin Tanja Kaun. Der große Frühbucher geht bis 31. Januar, gefolgt dann vom kleineren Frühbucher bis Ende Februar. Und eine ganz kleine abgespeckte Version gibt es bis Ende März. Und es ist einfach so, dass nach wie vor die Frühbucher belohnt werden. Somit ist es auch ratsam, jetzt die Urlaubspläne abzuschließen und zu buchen. Also schnell in den Kalender schauen und ab ins Reisebüro. Und die gute Nachricht zum Schluss. Es gab schon schlimmere Jahre für Arbeitnehmer. So fielen 2010 gleich 4 Feiertage aufs Wochenende. Im kommenden Jahr hingegen trifft das nur auf den 3. Oktober und den 2. Weihnachtsfeiertag zu, beides Samstage. Immerhin, der 1. Mai und der 1. Weihnachtsfeiertag fallen 2015 auf einen Freitag. Alle Jahre wieder sieht man einen Hauch von Enttäuschung in den Gesichtern, nämlich dann, wenn das Weihnachtsgeschenk nicht ganz so optimal war oder nicht gepasst hat. Wie läuft das dann mit dem Umtausch? Hier unsere Tipps. Eins der unbeliebtesten Weihnachtsgeschenke der Deutschen sind immer noch die Socken. Aber was tun, wenn man die Socken einfach so gar nicht zu Weihnachten geschenkt bekommen will, beziehungsweise wenn die Größe nicht passt? Naja, entweder man arrangiert sich damit oder man tauscht es eben um. Der Weihnachtsstress vorbei, der Shopping-Wahnsinn für ein Jahr wieder um. Jetzt beginnt die Umtauschzeit. Klamotten, Elektrogeräte oder Schmuck, weg mit den Fehlkäufen. Das ist ein schreckliches Geschenk. Natürlich, ich glaube, bei Männern kann es immer mehr schieflaufen, weil die brauchen immer was. Natürlich kannst du auch Socken schenken. Ist halt dann scheiße. Da hat mir mein Mann ein Vogelhaus geschenkt für unseren Wellensittich und da war ich natürlich sehr sauer. Haushaltsgerät. Ja, Unterwäsche ist jetzt auch nicht so toll. Irgendwas für die Küche. Also irgendwo Töpfe, Teller, Tassen, irgend so ein Kram. Aber können wir unsere Geschenke einfach so leicht umtauschen? Schließlich ist der Kauf vor Weihnachten getätigt worden und das ist jetzt schon knapp 2 Wochen her. Rechtsexperte Markus Rebel klärt uns auf. Viele Einzelhändler bieten jetzt gerade natürlich zur Weihnachtszeit ein verlängertes Umtauschrecht freiwillig an, dass man eben sozusagen auch bis in den Januar hinein die Sachen noch umtauschen kann. Hier sollte man sich allerdings bei dem Geschäft, bei dem man das Geschenk kauft, auch vorher informieren, bevor man es kauft, ob ein Umtauschrecht besteht und wenn ja, vor allem wie lange dann natürlich auch. Übrigens auch reduzierte Ware kann je nach Händler umgetauscht werden. Bei Gutscheinen gelten individuelle Rechte. Ja, viele Händler bieten die Gutscheine natürlich erstmal unbefristet an. Es gibt natürlich auch Händler, die dann sagen, unsere Gutscheine gelten bis zum. Auch da sollte man sich natürlich vorher informieren. Nicht, dass da hinterher ein Problem gibt. Immer beliebter wird, Geschenke im Onlineshop zu kaufen. 2014 bestellten 37 Millionen Deutsche ihr Weihnachtsgeschenk online. Naja, online ist, wie gesagt, der Unterschied zum Kauf im Handel. Dort habe ich ein gesetzliches Widerrufsrecht. Das gilt 2 Wochen ab dem Tag, ab dem ich die Waren erhalten habe. Wenn ich das natürlich jetzt Anfang Dezember schon bestelle, dann wird es natürlich eng. Ja? Also das wird dann nichts mit den 2 Wochen mehr. Aber was darf zurückgesendet werden und was nicht? Natürlich ist es so, ich darf die Ware nicht benutzt haben. Also ich darf sie natürlich auspacken, ich darf sie mir ansehen, so wie es im Laden natürlich auch möglich wäre. Wenn natürlich eine Verpackung jetzt da ist, die ich zwangsläufig kaputt machen muss, dass ich die Sache überhaupt rausnehmen kann, mein Gott, dann ist es halt eben so. Das kommt, wie gesagt, immer auf den Einzelfall dann drauf an. Aber wenn ich mir jetzt irgendwelche Kleidungsstücke bestelle, die jetzt 2 Tage lang trage und dann wieder zurückschicke, das geht natürlich nicht dann. Bleibt zu hoffen, dass Sie den richtigen Riecher hatten. Wenn Sie zu Weihnachten Bargeld hergeschenkt haben, war das eine richtig gute Idee, denn das beliebteste Weihnachtsgeschenk der Deutschen ist nämlich Bargeld. Nach dem Motto, nur Bares ist Wahres und umtauschen kann man das schließlich auch nicht.
Und nach einer kurzen Pause schauen wir uns an, was sich im neuen Jahr alles ändert von gesetzlicher Seite her und was es mit dem Mindestlohn auf sich hat. Gleich bei TV Bayern Live. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Herzrhythmusstörungen haben sich wesentlich gebessert. Der Blutdruck hat sich gewaltig verbessert. Cholesterinwerte gesunken. Blutwerte sind normal, ganz normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 erhält Ihre Herzfunktion. Knobi Vital. Der tägliche Schluck Gesundheit und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Man sollte es nicht für möglich halten, wer heutzutage so alles ins Haus kommt. Ja, auch Leute, die Ihnen helfen, Ihre perfekte Küche zu planen. Die Profis von Küchenquelle planen und beraten gleich bei Ihnen. Warum also durch 1000 Küchenstudios laufen? Die perfekte Küche gibt's doch bei Ihnen zu Hause. Besser zu Hause gekauft. Küchenquelle.de. Wir Deutsche, wir gelten als Weltmeister im Verbrauch von Heilpflanzen. Dr. Grünwald, haben Sie denn bei Ihren Forschungsarbeiten, ich sag mal, den Superstar der Heilpflanzen ausmachen können? Die Hagebutte wirkt auf Gelenkentzündungen und Gelenkschmerzen. Rosaxan aus Hagebutten, Brennnesseln und Teufelskralle. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Löwenbiere Sensationen. TV Bayern zeigt Bayern von seinen schönsten Seiten. Fernsehen für alle, die in Bayern zu Hause sind. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard. Aufreger, Krawall und Kabarett. Wir hören hin und schauen nicht weg. Und wir lieben Kulinarik. Dazu die Analysen unserer Korrespondenten, die dort zu Hause sind, wo es passiert. TV Bayern Live. Wir berichten über die Themen der bayerischen Wirtschaft. TV Bayern Live. Das heißt auch Sportgeist und Partystimmung. Ganz Bayern in 60 Minuten. Einmal rundrum. TV Bayern Live. Ab sofort jeden Samstag auf RTL. Persönliche Veränderungen haben wir selbst in der Hand. Vielleicht haben Sie sich ja auch etwas fürs neue Jahr vorgenommen. Aber von außen, da gibt es auch Änderungen. Welche neuen Gesetze treten in Kraft? Hier ein Überblick. Silvesterkracher zum Jahreswechsel. Doch sie läuten mit dem Jahr 2015 auch einige gesetzliche Änderungen mit ein. Und die haben auch Auswirkungen auf Ihren Gehaltszettel. Zum Beispiel ändert sich der gesetzlich vorgeschriebene Beitragssatz für die Krankenversicherung. Er sinkt auf 14,6% des Bruttoeinkommens. Dafür dürfen Krankenkassen künftig einen Zusatzbeitrag erheben. Der müsse mindestens einen Monat im Vorfeld mitgeteilt werden. Wer nicht mit dem einverstanden sei, solle schnell handeln. Ich habe dann Zeit zu kündigen, sollte das allerdings zeitnah machen. Wenn ich zum Beispiel am 1. Januar die Information bekomme, dass ab 1. Februar ein höherer Beitrag verlangt werden soll, dann habe ich im Januar Zeit zu kündigen und komme dann zum 1. April aus dem Vertrag raus bzw. wechsle dann zu einer anderen Krankenkasse. 2015 sollen die Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung ausgeweitet werden. Dadurch erhöht sich auch der Beitragssatz. Die Bundesregierung beschließt jedes Jahr die Beitragssätze aufs Neue. Und es ist richtig, dass sich der Beitragssatz der Pflegeversicherung erhöht zum 01.01.2015 und zwar um 0,3% auf einen Beitragssatz von 2,35%. Der Arbeitnehmer zahlt aber im Prinzip davon nur die Hälfte. Im Gegenzug muss man allerdings wissen, dass sich der Beitragssatz zur Rentenversicherung um den gleichen Erhöhungssatz wiederum reduziert. Und weil sich der reduziert, wird sich beim Arbeitnehmer nichts zusätzlich in der Kasse bei den Auszahlungen niederspiegeln. Für viele eine Rücklage in die Zukunft, die Lebensversicherung. Auch hier gibt es Neuerungen.
Bei der Lebensversicherung gilt, dass für neu abgeschlossene Verträge der Garantiezins sinkt auf 1,25%. Also das heißt, das eingezahlte Kapital, das ich in die Lebensversicherung einbezahle, wird mit einem geringeren Zinssatz dann verzinst. Es kommt am Ende weniger für den Einzelnen heraus. Wohl weniger Auswirkungen auf Ihren Geldbeutel, aber doch eine Änderung. Das BAföG gibt es ab sofort vom Bund alleine und die Kirchensteuer wird automatisch abgebucht, sofern eine Kirchensteuerpflicht besteht. Ebenfalls zum 1. Januar tritt auch die Elterngeldreform in Kraft. Sie sieht in erster Linie eine Erweiterung der Wahlmöglichkeit für betroffene Eltern dar. Es werden also gefördert in erster Linie Eltern, die schnell wieder einen Berufseinstieg suchen. Und es wirkt sich auch günstig aus, wenn sich die Eltern gleichberechtigt eine Erziehungszeit teilen. Richtig teuer werden können dagegen alte Öl- und Gas-Standardheizkessel werden. Denn ab 2015 gilt für viele von ihnen. Es ist schon sehr einschneidende Veränderung. Also Hausbesitzer, die eine Öl- oder Gasheizung haben, die müssen ab 2015 aufpassen. Wenn die Heizung 30 Jahre oder älter ist, muss sie ausgetauscht werden 2015. Und wer jetzt aus seiner alten Wohnung quasi flüchten möchte, dem sei gesagt, Mai 2015 kommt auch ein neues Melderecht. Wenn sich ein Mieter künftig ab- oder ummelden will, muss er hierzu dann die Ein- oder Auszugsbestätigung des Vermieters vorlegen. Just take it slow. 8,50 Euro. So hoch ist der Mindestlohn, der seit dem 1. Januar in Deutschland gilt. Flächendeckend, also auch bei uns in Bayern. Während vor allem die Gewerkschaften jubilieren, schließlich wird mit dem Mindestlohn eine jahrelange Forderung Realität, gibt es aber auch weiterhin kritische Stimmen aus Politik und Wirtschaft. Dabei geht es gar nicht so sehr um den Betrag, sondern um Grundsätzliches. Es ist gerecht, ja, finde ich gut. Ich bin selber betroffen und ich hoffe, dass es bei mir dann auch der Fall sein wird. Ne? So wie Traudl Weidmann geht es vielen. Seit dem 1. Januar profitieren laut dem Bundesarbeitsministerium etwa 3,7 Millionen Menschen in Deutschland vom Mindestlohn. Doch noch mischen sich Skepsis und Vorfreude. Ich finde Mindestlohn gut, weil manche Jobs waren wirklich krass unterbezahlt. Eigentlich schon gut, aber es ist natürlich auch schwierig, überall umzusetzen. Der Mindestlohn, so wie er jetzt gedacht ist, ist einerseits sicherlich von Vorteil für viele, aber für andere unter Umständen nicht von Vorteil. Ich finde es in Ordnung. Ich denke, dass man dann als normaler Werktätiger dann vernünftig leben kann. Beim Deutschen Gewerkschaftsbund freut man sich über die Einführung des Mindestlohns. In Bayern werden laut dem Funktionär Matthias Eckert bis zu 1 Million Menschen mehr Geld bekommen. Vor allem Beschäftigte im Handel und in der Gastronomie und generell Frauen in Minijobs. Und 8,50 Euro seien auch wirklich das Mindeste. 8,50 Euro mal einen Monat Vollzeitarbeit, da ist man bei knapp 1400 Euro brutto, bedeutet ca. 1000 Euro netto im Monat. Und damit das Leben zu bestreiten, das finde ich schon sehr mutig, da durchzukommen. In der Wirtschaft wird dagegen noch immer Kritik laut. Dabei geht es nur in Ausnahmefällen wie der Gastronomie um die Höhe von 8,50 Euro. Natürlich wirkt es sich für uns aus, dass wir unsere Preise wahrscheinlich erhöhen müssen. Oder viele, die eben die Mitarbeiter geringer bezahlen. Bei uns ist es nicht so viele. Also bei uns haben die meisten eh schon Mindestlohn. Aber es sind halt so die paar Kleinen, wo man überlegen muss, ob man das dann anders strukturiert, ob man es überhaupt behalten kann. Die Kritik ist noch grundsätzlicher. Der Staat greife erstmals in der Nachkriegszeit in die Tarifautonomie ein, heißt es von Verbands- und Kammerseite. Und damit ist es nicht mehr Verhandlung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, sondern eben Festsetzung durch den Gesetzgeber. Und wir werden sehen, ob auch in den weiteren Runden dann wirklich beide Seiten den entsprechenden Einfluss auf diesen Mindestlohn haben werden. Es wird so sein, dass natürlich die Tarifpartner demnächst beschäftigen wird, dass der Tariflohn nah am Mindestlohn daran liegt. Dann wird das wieder ansteigen. Wir werden eine Preisspirale bekommen. Matthias Eckert vom DGB sieht das anders. Die 8,50 Euro, ich denke, bei diesen Summen, die ich gerade gesagt habe, was da im Monat zusammenkommt, da benötigt es keine Tarifpartner mehr, weil das sollte wirklich das Mindeste sein, was in Deutschland gezahlt wird. Der Deutsche Gewerkschaftsbund wacht übrigens mit einer Hotline darüber, ob es zu Verstößen gegen den Mindestlohn kommt. Der gilt übrigens nicht für jeden. Der Gesetzgeber sieht Ausnahmen für Praktikanten, Zeitungsausträger und Langzeitarbeitslose vor.
Alle anderen werden ab diesem Januar erstmals die 8,50 Euro in der Stunde bekommen. Mindestens. Silvester haben wir es wieder richtig krachen lassen. Wie viel wird in einer Stadt wie München eigentlich in die Luft gepustet und wie viel Dreck fällt da an? Wir machen es uns gemütlich und trinken in der Nacht einen schönen Prosecco oder Champagner und schauen von den Fenstern aus zu das Feuerwerk. Ja. Feuerwerk gehört für die meisten zum Jahreswechsel wie das Nest zu Ostern und der Baum zu Weihnachten. Selber Raketen abzuschießen, das ist aber nicht für jeden Pflichtprogramm. Naja, es gehört irgendwie schon zu Silvester, aber es müsste nicht zu viel sein. Es ist mir zu teuer und es ist mir zu viel Müll. Wenn nicht so viel Feuerwerk eh schon da wäre, dann würde ich vielleicht drüber nachdenken. Aber es ist so viel von anderen schon. Ich habe es ja jahrelang selbst gemacht, aber jetzt habe ich keine Lust mehr dazu. Und ich finde das auch nicht in Ordnung. Meine Enkel, die sind schon jetzt begeistert, was sie alles losschießen dürfen. Also, habt es noch in Erinnerung. Ich finde es schön, wenn alles bunt ist, aber ich mag diese Kinderböller nicht. Also ich mag es nicht, wenn es einfach nur laut ist. Ich finde es schön, wenn es bunt ist am Himmel, aber das war's ja. Es nimmt immer mehr Raum ein und es wird immer teurer für alle. Also so ab und zu mal 2-3 Raketen pro Wohnblock reicht schon. Ich spende lieber was für Menschen, die in Not sind, als dass ich es in die Luft schieße. Ein bisschen Spaß muss sein, das neue Jahr muss begrüßt werden, aber nicht übertreiben. Zugegeben, schön ist so ein Feuerwerk immer wieder. Dabei sind die Geschmäcker unterschiedlich. Die einen lassen es am liebsten so richtig krachen, die anderen bevorzugen leuchtende Farben vor schwarzer Nacht. Wer zu Silvester zündeln wollte, durfte aber ordentlich in die Tasche langen. Deutschlandweit wurden im letzten Jahr 124 Millionen Euro in die Luft geblasen. Diese Summe ist völlig normal. Was das Feuerwerk aber neben Löchern im Geldbeutel außerdem noch jedes Jahr produziert, ist richtig viel Müll. Was die Straßendienste jedes Jahr am 1. Januar von den Gehsteigen räumen, ist den wenigsten bewusst. Hängt von der Witterung ab, aber es kommen an Silvester so circa 40 bis 50 Tonnen Müll zusammen, was wir dann extra einsammeln müssen. Ja, für die Mitarbeiter geht es schon kurz nach 12, nach 24 Uhr los. Wir fangen um 12:30 fangen die ersten zum Arbeiten an, am Friedensengel. Das war der erste Bereich, der gereinigt wird. Der Bereich vom Friedensengel wird gesperrt von der Polizei, weil doch sehr viele dort nicht mehr feiern. Und ab 12:30 fangen wir dort mit der Reinigung an. Das sind so circa 15 Mitarbeiter, die dort starten. Dann geht es weiter. Der nächste Hotspot ist dann in der Leopoldstraße, Alt-Schwabing und im Innenstadtbereich, wo insgesamt so circa 25 Mitarbeiter um 4 Uhr mit ihrer Arbeit beginnen. Und der Rest, der fängt dann um 6 Uhr an. Dieses Jahr haben wir eingeplant so circa 100 Mitarbeiter, die dann im gesamten Innenstadtbereich, also so im Bereich grob innerhalb vom Mittleren Ring, die Reinigung machen. Wo gehobelt wird, fallen eben Späne, wird der eingefleischte Feuerwerksfan jetzt sagen. Aber man kann tatsächlich dazu beitragen, den Silvesterdreck ein wenig zu reduzieren. Das wäre natürlich das Optimalste, wenn jeder das, was er mitgebracht hat zum Schießen, alles dabei hat, seine Sektflaschen, wenn er es dann nach der Feier wieder mitnehmen würde, mit nach Hause nehmen würde, das wäre natürlich der Idealfall. Und da könnte natürlich jeder seinen Beitrag dazu leisten, dass unsere Mitarbeiter und wir weniger arbeiten hätten. Aber Vorsicht, auch bei jetzt noch herumliegendem, ausgebranntem Feuerwerk am besten nicht mit der Hand, sondern mit Besen oder Schaufel arbeiten. Denn wer weiß, ob so ein vergessener Fehlzünder nicht doch noch kracht. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Herzrhythmusstörungen haben sich wesentlich gebessert. Der Blutdruck hat sich gewaltig verbessert. Cholesterinwerte gesunken. Blutwerte sind normal, ganz normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2-in-1 erhält Ihre Herzfunktion. Knobi Vital. Der tägliche Schluck Gesundheit und Sie bleiben fit bis ins hohe Alter. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Man sollte es nicht für möglich halten, wer heutzutage so alles ins Haus kommt. Ja, auch Leute, die Ihnen helfen, Ihre perfekte Küche zu planen. Die Profis von Küchenquelle planen und beraten gleich bei Ihnen. Warum also durch 1000 Küchenstudios laufen? Die perfekte Küche gibt's doch bei Ihnen zu Hause. Besser zu Hause gekauft. Küchenquelle.
Wir Deutsche, wir gelten als Weltmeister im Verbrauch von Heilpflanzen. Dr. Grünwald, haben Sie denn bei Ihren Forschungsarbeiten, ich sage mal, den Superstar der Heilpflanzen ausmachen können? Die Hagebutte wirkt auf Gelenkentzündungen und Gelenkschmerzen. Rosaxan aus Hagebutten, Brennnesseln und Teufelskralle. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Löwenbiere Sensationen. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard. Dazu die Analysen unserer Korrespondenten, die dort zu Hause sind, wo es passiert. Wir berichten über die Themen der bayerischen Wirtschaft. TV Bayern Live. Das heißt auch Sportsgeist und Partystimmung. TV Bayern Live. Ab sofort jeden Samstag um 17.45 Uhr auf RTL. Willkommen zurück bei TV Bayern Live. Und jetzt gibt's das Neueste aus der bayerischen Wirtschaft. Die Themen heute. Bundesverkehrsminister Dobrindt will in diesem Jahr neuen Verkehrswegeplan verabschieden. Und der Lieferverkehr in Deutschland steigt und damit auch die logistische Herausforderung für bayerische Unternehmen. Immer mehr Fahrzeuge rollen über Deutschlands Straßen. Viele Strecken sind bereits überlastet und auch schon länger in schlechtem Zustand. Gleiches gilt für das Bahnnetz. Bei einer Veranstaltung in München kündigt Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt mehr Investitionen für Straße und Schiene an. Denn ein neuer Bundesverkehrswegeplan wird derzeit erarbeitet und soll bis Ende des Jahres verabschiedet werden. Wir haben eine Meldungsliste von über 2000 Projekten aus ganz Deutschland, was die Straße, was die Schiene betrifft. Wir bewerten jedes einzelne Projekt nach seinem Kosten-Nutzen-Wert und werden dann nach dieser Analyse den Bundesverkehrswegeplan aufstellen und werden zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesverkehrswegepläne während des Prozesses der Kosten-Nutzen-Bewertung die Bürger aktiv mit einbeziehen. Engpässe beseitigen, Knotenpunkte stärken, Erhalt vor Neubau. Daran will sich Dobrindt orientieren und plant bis 2018 die Investitionen um 40% zu erhöhen. 5 Milliarden Euro sollen aus dem Bundeshaushalt in Verkehrsprojekte fließen. Die Autobahnen sind teilweise heillos überlastet. Weiterhin sind die vorhandenen Rastplätze zu wenig. Es wurde schon viel gemacht, muss man ganz klar sagen, aber es sind noch zu wenig. Wir haben ja einen Zuwachs im Güterverkehr und dadurch heute Kapazitätsengpässe. Und ich bin überzeugt, dass der neue Verkehrswegeplan Lösungen für diese Engpässe gibt und dann Streckenerweiterung, Streckenelektrifizierung dann hier aufzeigen wird. Laut einer Prognose der Bundesregierung wird das Verkehrsaufkommen in Deutschland deutlich steigen. Und zwar im Personenverkehr bis 2030 im Vergleich zu 2010 um 13%, im Güterverkehr sogar um 38%. Das erfordert ein Gesamtkonzept, das alle Verkehrsträger umfasst und auch stärkt. Darin sind sich bei der Podiumsdiskussion alle einig. Vertreter der bayerischen Wirtschaft empfehlen dem Bundesminister, Investitionen künftig streng am Bedarf zu orientieren und ihren Nutzen mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Über die A93 ist das Unternehmen Scherdel in Marktredwitz gut zu erreichen. Wer die Autobahn verlässt, sieht bereits das Ortsschild der oberfränkischen Kreisstadt. Für Spediteure, die aus Bayreuth, Bamberg oder Coburg kommen, kann die Fahrt allerdings sehr mühsam sein. Denn von Westen aus führt nur die Bundesstraße 303 zu Scherdel. Es gibt seit Jahren die Diskussion, die B303 als Art Autobahn auszubauen. Das wäre sicherlich hilfreich für uns, zumal wir die Güter fast nur über Lkw auch in Richtung Westen transportieren oder von unseren Kunden abgeholt werden. Fast wichtiger ist für uns der Recruiting-Gedanken. Dort, wir haben Engpässe bei Mitarbeitern, bei Schlüsselpersonal zu gewinnen, dort auch in Richtung Westen uns aufzustellen. Der Spezialist in der Metallumformung betreibt sein Logistikzentrum gleich neben dem Bahnhof Marktredwitz. Der Warentransport per Schiene wäre hier gut möglich. Für Scherdel ist das allerdings keine Alternative zur Lkw-Lieferung. Es ist einmal dem Produkt geschuldet. Wir haben überwiegend Stückgut. Stückgut heißt,
Es sind maximal Ladungen bis 3 Tonnen. Und Stückgut rentiert sich auf der Bahn überhaupt nicht. Also Bahnladungen wären Teil- und Komplettladungen. Sowas haben wir aber nicht. Und der zweite Grund ist eben, unsere Kunden sind Frachtzahler und die schicken uns einfach LKWs auf den Hof und schicken keine Bahn vorbei. Täglich fahren rund 40 LKW ins Werk und von dort wieder weg. Da das Logistikzentrum inmitten der Kreisstadt liegt, muss viel rangiert werden. Die meisten Lieferungen kommen zur Mittagszeit, gerade wenn Schulkinder nach Hause gehen. Daher müssen hier alle vorsichtig sein. Die Situation vor Ort will Scherdel jetzt entschärfen. Das Unternehmen plant ein neues Logistikzentrum, das es in den kommenden Jahren im Umland bauen will. Menschen, so viele Nürnberger, starben im vergangenen Jahr an Drogen. Damit ist die Stadt Spitzenreiter bundesweit. In keiner anderen Metropole sterben, bezogen auf die Einwohnerzahl, im Jahr so viele Menschen an ihrer Sucht. Die Norris, Drogenhauptstadt Deutschlands. Die 25-jährige Niki erzählt uns von ihrem Alltag als Heroinsüchtige. Sie wünscht sich einen Drogenkonsumraum, den die CSU kategorisch ablehnt. Als ich 13 war, habe ich mit Kiffen angefangen. Dann mit 18 war ich 2 Jahre auf Crystal. Und seitdem ich aufgehört habe mit Crystal, seitdem ich 20 bin, bin ich auf Heroin. 90% von dem Leben eines Junkies besteht nur aus Warten, Geld beschaffen und sich einen Schuss machen. Das ist einfach kein Leben. Da geht man irgendwann kaputt dran. Und ich bin jetzt erst seit 3 Wochen auf der Straße und ich bin jetzt schon psychisch total fertig. Bei den meisten Drogentoten stellt die Obduktion eine Überdosis Heroin fest. In den bayerischen Beratungsstellen bekommen die Süchtigen zwar Hilfe, Drogenkonsumräume beinhaltet diese aber nicht. Dabei könnte in solchen Räumlichkeiten die Hilfe bei einer Überdosis schneller kommen als auf der Straße, so die Befürworter. Ich finde es eine sinnvolle Einrichtung, einfach so ein Drogenkonsumraum, weil die Leute eben die Möglichkeit haben, in Ruhe zu konsumieren. Dabei auch vom Sozialpädagogen beobachtet werden und bei Überdosen dann wirklich auch sofort Hilfe geholt werden kann. In 6 Bundesländern gibt es schon Drogenkonsumräume. Auch die Stadt Nürnberg steht Überlegungen dahingehend offen gegenüber. Die Landesregierung lehnt die Hilfseinrichtungen aber ab. Wir wollen Drogenkonsum bekämpfen. Wir wollen den Leuten helfen, wieder auszusteigen, aber sie nicht dabei unterstützen, auf Dauer weiter Drogen zu konsumieren. Das ist nicht der richtige Weg. Davon wird keiner gesund. Davon sinkt auch nicht die Kriminalität. Und deshalb sagen wir, Dauer Drogenkonsumräume sind nicht der richtige Weg. Nikis Freund wurde am Drehtag mit einer Überdosis Heroin ins Krankenhaus eingeliefert. Sie lebt in ständiger Angst vor dem tödlichen Schuss. Wir bräuchten solche Räume eigentlich wirklich unbedingt, weil in der letzten Zeit sind so viele Leute, der Krankenwagen war wirklich in den letzten 2 Wochen wirklich ungelogen, bestimmt 10-mal an der offenen Szene am Bahnhof. Weil wir haben ja auch in der Mutra, es ist eine andere Drogeneinrichtung, überall Zettel hängen, dass zurzeit in Nürnberg sehr, sehr reines Heroin unterwegs ist und die Leute bitte aufpassen sollen. Und es hat schon sehr viele Leute erwischt. 25 Drogentote muss Nürnberg 2014 verbuchen. Die Stadt hat traurige Berühmtheit als Drogenhauptstadt erlangt. Ein Status, der mit Konsumräumen gestärkt werden könnte, so die Gegner. Eine Zahl, die durch diese Räume gesenkt werden könne, so die Befürworter. Fernab von der politischen Situation lebt Niki weiter auf der Straße, von Schuss zu Schuss, und hofft nicht bald auch als Opfer in der Statistik aufgeführt zu werden. Der Mann im bayerischen Kabinett, der im Dezember vergangenen Jahres am gefragtesten war, ist Markus Söder. Der Minister mit gleich 2 Dienstsitzen war auch in den Talkrunden der nationalen Fernsehsender sehr gefragt. Von Köln bis Berlin erwartete man von ihm die Rolle des bayerischen Grandlers. Und das kann er auch ziemlich gut. Im Gespräch mit meinem Kollegen Uwe Brückner ist unser bayerischer Finanzminister sehr gut gelaunt. Ist auch kein Wunder, sein Mega-Doppelhaushalt wurde im Landtag auf den Weg gebracht.
Willkommen bei Bayern im Blick, unser landespolitisches Gespräch. Heute mit einem vielbeschäftigten bayerischen Minister, Markus Söder. Ich grüße Sie. Hallo und grüß Gott. Herr Finanzminister, in den letzten 3 Tagen geht es um Ihren Doppelhaushalt. Da sind Sie quasi unabkömmlich. Vielen Dank, dass Sie trotzdem zu uns schnell den Weg gefunden haben. Ihr Haushalt ist der größte aller Zeiten. Super, super. Gibt es irgendwas, was nicht so toll ist? Ja, es gibt was, aber zunächst mal zu dem, was gut ist. Gut ist tatsächlich, dass wir die Einzigen in Deutschland sind, die nicht nur keine Schulden machen, das machen wir jetzt zum 10. und 11. Mal in Folge, sondern wir tilgen auch alte Schulden. Das heißt also, wir bauen Verbindlichkeiten ab, wir reduzieren Zinslasten und schaffen damit ja eine bessere Zukunft für viele junge Menschen, nächste Generation. Das Einzige, was mich stört, ist, dass 10% des Haushaltes weggehen. Und zwar als höchste Ausgabe überhaupt. Und davon haben die bayerischen Steuerzahler nichts. Das ist nämlich der Länderfinanzausgleich. 5 Milliarden Euro werden wir in diesem Jahr wohl überweisen müssen an andere Bundesländer, vor allem nach Berlin. 3,3 Milliarden, um Flughäfen dort zu etablieren. Das ärgert uns und wir würden uns einfach mehr wünschen, dass mehr von dem Geld der Steuerzahler in Bayern bleibt und nicht nach Berlin oder Brüssel geht. Edmund Stoiber hat diese Vision ausgegeben, bis 2030 ist Bayern schuldenfrei. Da hat er aber noch nicht davon geredet, dass er das Geld eigentlich vom Finanzausgleich rauben möchte. Naja, es hat 2 Elemente, also es hat immer, oder 3 Elemente sogar. Wenn man die Schuldenfreiheit diskutiert, die ein Generationenprojekt ist, dann geht es mit 3 Elementen. Erstens am Eigenbeitrag. Wir sparen jetzt für den nächsten Doppelhaushalt wieder 1 Milliarde. Wir werden diese Schuldentilgung, einfach das Sparen, das werden wir fortsetzen bis 2030. Zweitens reduziert sich damit automatisch mit allem, was wir tilgen, natürlich die Zinsen für alte Schulden. Und das Dritte, natürlich wollen wir eine Änderung beim Länderfinanzausgleich. Nicht nur für die Schuldentilgung, sondern einfach unfair, dass so viel Geld wegbleibt. Und deswegen ist das Ziel, viel Geld aus dem Länderfinanzausgleich zu reduzieren, mindestens 1 Milliarde. Das wird sowieso sein, entweder jetzt in Verhandlungen durch eine Klage oder ab 2019. Denn ab 2019 muss der jetzige Länderfinanzausgleich von allen neu verhandelt werden. Und da kommt es dann auf die Stimme Bayerns an und wir werden auf keinen Fall mehr so viel zahlen wie bisher. Da strahlen Sie. In den deutschen Fernsehsendungen wird oft berichtet, Ihre Frau sagt, Markus, da schaust du immer so böse aus. Nein, ich nehme halt nur ernst, was andere sagen. Und manchmal ist es halt so, dass auch Unsinn erzählt wird. Also man muss ehrlicherweise sagen, es wird ja nirgends so viel spannende Dinge erzählt wie in Talkshows, aber auch so viel Unsinn. Und ich gebe zu, ich bin nicht so eingestellt, dass ich das einfach hinnehme und der Lächler bin, sondern ich nehme das ernst, was andere sagen und antworte darauf. Zum Beispiel, wenn du in einer Talkshow darüber redest, Herr Bartsch von den Linken sagt, ja, also DDR war kein Unrechtsstaat, da kann man nicht lächeln. Dann muss man auch sagen, wie man das empfindet. Und deswegen glaube ich, gehört es auch zur Authentizität dazu, die man als normaler Mensch hat. Und manchmal lächelt man und manchmal lächelt man nicht. Wir wollen reden, trotz dieser heißen Finanzzeit mit der Verabschiedung Ihres Haushaltsplans, über Ihre Funktion als Heimatminister. Heimat hat einen Heimatplan bekommen, 25 Punkte, die Sie aufgestellt haben. Wenn man das so liest, dann wird sehr viel gesprochen über Infrastrukturmaßnahmen. Gleiche Lebensbedingungen in Bayern, Autobahn, Breitband. Aber wie kann man denn auch so eine Heimat schaffen, Impulse geben im sozialen Bereich? Heimat ist eine gemeinsame Vorstellung, die man eigentlich nicht per Schlüsselzuweisung verordnen kann. Naja, es nützt dir nichts, nur ein Gefühl zu haben, wenn die Fakten nicht stimmen. Also erst kommt das Fressen, dann die Moral, hat einmal ein großer deutscher Dichter gesagt. Das ist leider tatsächlich so. Das heißt, die Menschen haben ein gutes Gefühl für Bayern und sie lieben Bayern. Und sie lieben auch ihre Heimat im ländlichen Raum beispielsweise. Aber wenn da keine Möglichkeiten sind der wirtschaftlichen Entwicklung, wenn da keine Zukunftsperspektive für junge Leute sind, dann passiert das wie überall in der Welt, dann gibt es Landflucht. Wir wollen das nicht. Wir wollen nicht nur 2, 3 große Ballungsräume in Bayern haben, also nicht nur München und Nürnberg beispielsweise oder Ingolstadt Augsburg, in Würzburg. Die Metropole oder Augsburg, die Schwabenmetropole natürlich. Sondern wir wollen, dass der ländliche Raum seine Anbindung erfährt. Und deswegen musst du da mit harter Politik das eigentlich schaffen. Nicht nur mit schönen Worten. Und deswegen geht über das Geld, wie kommunaler Finanzausgleich. Das geht über digitale Infrastruktur, wie Breitbandnetz überall, Erreichbarkeit. Das geht um Maßnahmen wie Einrichtungen, IT-Labors, Behördenverlagerungen. Also ein Bündel von Maßnahmen, ein Instrumentenkasten vielleicht, der auf jede Gemeinde ziel- und passgenau eine Möglichkeit schafft, dass die eben nicht nur abhängig sind von München, nicht nur auf die Alimentierung aus München warten müssen, sondern selber was tun können. Und das ist eigentlich das beste Heimatgefühl, das man schaffen kann. Heimat heißt eben nicht nur München, sondern Heimat heißt ganz Bayern. In der Verfassung festgeschrieben, gleiche Lebensbedingungen, wie gesagt. Sie sind verantwortlich für den Ausbau und für die Komfortzone derjenigen, die in Bayern leben. Jetzt kommen aber immer mehr neue
Flüchtlinge, aber auch Asylbewerber nach Bayern hinzu. Fühlen Sie sich da auch in irgendeiner Form berufen oder verantwortlich, für denjenigen eine Heimat zu bieten, oder ist das Sozialministerium? Naja, es geht alles über den Finanzminister. Der Finanzminister ist ja de facto so ein bisschen der Manager der Bayern AG. Denn wir verwalten nicht nur den Haushalt. Alle 70 staatlichen Unternehmen von Landesbank bis Hofbräu werden sozusagen von mir aus mitverantwortet. Das sind 70 Unternehmen. Das ist eine Bilanzsumme insgesamt von fast 800 Milliarden Euro pro Jahr, die in irgendeiner Form von mir mitgestaltet werden muss. Ich werde von 180 Wirtschaftsprüfern im Jahr durchgenudelt, kann man fast sagen. Und bislang ist jedenfalls nichts Schlimmes passiert. Man sieht, dass das auch schon eine anspruchsvolle Aufgabe ist. Also das ist keine so eine Nebenbei-Aufgabe. Für das Thema Asyl bedeutet es ganz einfach, natürlich auch das Geld zur Verfügung zu stellen. Sie müssen mal überlegen, dass viele andere Bundesländer den Kommunen, die ja die eigentliche Aufgabe haben, für Unterbringung zu sorgen, kaum Ersatz geben. Wenig Möglichkeiten. Der Freistaat Bayern ersetzt nahezu alles. Der Freistaat Bayern gibt über 1 Milliarde jetzt im nächsten Doppelhaushalt aus für die wirklich menschengerechte, menschenwürdige, aus meiner Sicht aus der christlichen Nächstenliebe geborene Pflicht auch zu einer ordentlichen Unterbringung. Das tun wir. Gleichzeitig schauen wir aber schon darauf, dass wir das noch in einer gewissen kulturellen Balance halten können. Hilfe ja für die Menschen, die da sind, aber natürlich kann auch der Freistaat Bayern nicht alle Welthungerprobleme allein lösen. Also auch da muss der Zustrom von Menschen auch ein Stück reguliert werden, insbesondere bei denen, wo erkennbar ist, dass sie nicht als Bürgerkriegsflüchtlinge da sind, sondern einfach hoffen, sagen wir mal, am Wohlstand teilhaben zu können. Sie sind ja ein begnadeter Worterfinder. Ich zitiere mal eben, wir haben im Vorgespräch schon darüber gesprochen, Wahrheit, Mehrheit ist nicht Wahrheit oder Konsens schützt nicht vor Nonsens. Jetzt haben Sie ein neues Wort erfunden, genauer gesagt eine Abkürzung. Ich sage es mal, die RMBH, das ist die Region mit besonderem Handlungsbedarf. Was ist denn das? Das habe ich nicht erfunden, sonst klingt es besser. Das ist ja tatsächlich Beamtentechnologie. Die wurde damals noch von vorgehenden Wirtschaftsminister entwickelt. Das bedeutet eigentlich nur, dass der Freistaat sagt, da gibt es Räume, die haben Strukturindikatoren. Also Rückgang der Bevölkerung, überalterte Bevölkerung, Wirtschaftskraft lässt nach, Arbeitslosenquote, Verschuldensituation, wo wir ein Stück mithelfen wollen. Also wir wollen auch die Grenzregionen stärken. Die Österreicher sind wahnsinnig flexibel im Akquirieren von Gewerbe und im Abziehen auch von Wirtschaftskraft. Und da müssen wir ein bisschen was dagegen setzen und nicht nur sagen, mir ist an mir, sondern es mir ist an mir auch füllen. Und zwar mit Möglichkeiten, damit die Bürgermeister vor Ort auch ein bisschen mehr Instrumente haben, sich zu wehren. Interessant ist, dass die Heimat von Ihnen auch ein bisschen grenzüberschreitend, wie Sie es gerade mit Österreich angedeutet haben, grenzüberschreitend definiert wird. Da kommt auch interessanterweise der Aspekt mit den Tschechen hinzu. Man kann richtig zusehen, wie das Eis getaut ist. Man spricht davon Seehofer, der Eisbrecher. Jetzt war ja gerade kürzlich in Prag die bayerische Vertretung dort eröffnet. Ja, im Prinzip ist es ein bisschen eine Botschaft. Das ist völlig wahr, was Sie sagen. Ist da jetzt eine neue Heimat in Sicht in der Grenzregion zwischen Franken oder Oberpfalz? Ich glaube, dass das die eigentliche Schlüsselaufgabe für uns, auch für die Region dort. Aus vielen Gründen heraus war das historisch lange Zeit nicht möglich. Und das ist eine Sondersituation, weil kaum ein Land hat eine solch schwierige Grenzsituation. Jetzt hat der Ministerpräsident diese Tür geöffnet, jetzt müssen wir durchgehen. Wir müssen aus diesem eisernen Vorhang eigentlich eine goldene Kette schmieden. Wir müssen diesen ehemals ganz eng verflochtenen Wirtschaftsraum wieder genauso darstellen, wie er war, beidseitig übrigens. Von tschechischer Seite ist das lange Zeit nicht gemacht worden, von bayerischer gab es Zurückhaltung. Nicht im kleinen Grenzverkehr, sondern ganz strategisch. Also mir schwebt da als Fernziel auch eine bayerisch-tschechische Universität vor, die in dem Raum sitzt beispielsweise. Ein Technologienetzwerk, ein eng verflochtenes. Und man darf das nicht nur aus München betrachtet sehen, nach dem Motto da oben rechts, ja, sondern es ist ein Raum, der mitten in Europa liegt. Also da liegt noch einiges vor uns. Wir werden jetzt in den nächsten Tagen ein Entwicklungsgutachten gemeinsam mit Tschechien in Auftrag geben, das so mal einen Masterplan erstellt, was wir tun müssen, um die Region zusammenzubringen. Und ich glaube, das ist eine echt historische Chance für unsere Generation, die wir nutzen sollten. Also eine ungarische Akademie ist geschlossen worden, aber dafür steht eine tschechische Uni. Ja, ich glaube, dass das noch wichtig ist. Wir haben ja diese bayerisch-ungarische Universität, die Andrassy Universität in Budapest, die sehr gut funktioniert. Aber ich glaube, da muss noch mehr her. Also ich glaube, für Bayern, Tschechien so ein gemeinsames Universitätsprojekt hätte deswegen den Vorteil, dass es halt junge Menschen bindet. Und die sind ja die Träger der nächsten Generation und sollen diesen Raum ja auch beleben. Und wir wollen ja auch Attraktivität schaffen, damit die jungen Leute da hingehen. Ja, also das Eigentliche bei dieser ganzen Landesentwicklung heißt ja nicht nur zu sagen, es ist jetzt so, wie es ist, also konservieren, sondern wir wollen den Raum ja aktivieren. Wir wollen mehr junge Menschen zu motivieren, dass sie da bleiben und neue dazuziehen.
Löwenbiere Sensationen. TV Bayern zeigt Bayern von seinen schönsten Seiten. Fernsehen für alle, die in Bayern zu Hause sind. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard. Aufreger, Krawall und Kabarett. Wir hören hin und schauen nicht weg. Und wir lieben Kulinarik. Dazu die Analysen unserer Korrespondenten, die dort zu Hause sind, wo es passiert. TV Bayern Live. Wir berichten über die Themen der bayerischen Wirtschaft. TV Bayern Live. Das heißt auch Sportgeist und Partystimmung. Ganz Bayern in 60 Minuten. Einmal rundrum. TV Bayern Live. Ab sofort jeden Samstag auf RTL. Kaum ist Weihnachten vorüber, schrumpfen unsere Kleidungsstücke. Komisch, oder? Oder vielleicht haben wir einfach ein paar Kilos mehr auf der Hüfte. Winterspeck ist zugegebenermaßen ein Luxusproblem, aber eben doch ein Problem. Also was tun gegen die überflüssigen Pfunde? Johanna Nagel hat sich intensivst damit befasst. Ich weiß überhaupt nicht, warum ich eigentlich immer im Winter anfange, Fett anzusetzen. Das ist ganz komisch. Kaum fängt der Winter an, fängt bei mir hier der Hüftspeck an zu wachsen. Keine Ahnung, woran das liegt. Aber ich will heute mal gucken, ob ich dagegen nicht einfach was unternehmen kann. Ich habe mich jetzt hier mittlerweile zum Fitnessstudio meines Vertrauens begeben und hoffe, dass mir hier geholfen wird, ohne dass ich auf mein gutes Weihnachtsessen verzichten muss. Am liebsten wäre es mir natürlich, wenn ich abnehmen könnte, ohne überhaupt irgendwas zu tun. Ich bin die Johanna und ich habe ein Problem. Ich habe Winterspeck und den möchte ich ganz gerne loswerden. Kannst du mir da helfen? Klar, geh mal am besten runter, dann zeige ich dir ein paar Sachen. Sehr gerne. Super ist zum Beispiel der große Ausfallschritt. Ein Bein nach vorne, ein Bein nach hinten, die Ferse nach oben, Gewicht gleich verteilen und dann die Beine beugen und nach unten. Oder für den Po in den Vierfüßlerstand gehen, wahlweise die Ellbogen aufstützen, die Unterarme. Ein Bein gebeugt nach oben schieben, immer schön die Ferse nach oben schieben, damit der Po richtig arbeiten kann. Wahlweise kannst du auch dein Bein ausstrecken und das lange Bein nach oben schieben. Für den Rücken als Alternative, den kannst du gleich mit dazu nehmen, wenn du den gegenüberliegenden Arm mit dazu nimmst. Daumen zeigt nach oben, langes Bein, langer Arm und hoch und tief. Für den Bauch, den natürlich alle trainieren wollen, gibt es ganz leichte Übungen, die Crunches in Rückenlage. Du stellst die Beine auf oder legst sie einfach auf den Stuhl ab, Ellbogen zeigen nach außen, Hände hinter den Kopf. Beim Ausatmen Oberkörper anheben, einatmen Oberkörper nach unten. Ziemlich anstrengend. Alternativ könnte ich doch auch einfach ein paar Wochen nur Karotten essen, oder? Man kann natürlich irgendwelche Diäten machen und schnell innerhalb 8 Wochen was abnehmen. Dann kommt aber der Jojo-Effekt und das war's und alles war für umsonst. Na gut, also schön sporteln. Sogar die Ernährungsexpertin, mit der ich mich verabredet habe, macht Sport. Ich fürchte, die wird mir jetzt auch noch den hemmungslosen Fettkonsum verbieten. Ja, die Ernährung im Winter ist ja etwas deftiger. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass man sich relativ wenig bewegt im Winter. Man ist sehr gemütlich auf der Couch. Wenn man mal joggen geht, dann geht man vielleicht auch lieber walken draußen. Wenn Kohlenhydrate, dann morgens. Mittags vielleicht eine leichtere Mahlzeit und abends ab 7 vielleicht gar nichts. Diese Snacks zwischendrin, die sind eigentlich das Gift. Ich habe jetzt sehr viele wertvolle Tipps bekommen und versuche in den nächsten Wochen und Monaten dem Winterspeck so richtig an den Kragen zu gehen. Und um damit jetzt schon mal anzufangen, nehme ich heute nicht den Aufzug, sondern ich nehme die Treppe. Die Flüchtlingswelle nach Deutschland bzw. Europa beherrscht seit einiger Zeit die Medien. Da stellt sich oftmals die Frage, wie können diese Menschen und insbesondere deren Kinder besser in unsere Gesellschaft integriert werden? Die Islamische Gemeinde Nürnberg hat hier einen Ansatz der etwas anderen Art gefunden, denn nicht nur Flüchtlinge, sondern auch einheimische Kinder aller Religionen und Herkünfte ansprechen soll.
Herzlich willkommen bei der Islamischen Gemeinde Nürnberg. Ja, Sie haben richtig gehört. Und da, wo die Kinder gerade klettern, war früher einmal ein Aufzugschacht. Das hat angefangen mit der Begeisterung von der Jugendgruppe. Also nach den Ausflügen, Kletterausflügen, haben wir gemerkt, dass der Klettersport beliebt ist. Und da vor einem Jahr waren wir dabei, zu überlegen, wie wir den Jugendraum ausstatten. Also es war hier ein Laden, wollten wir einen Jugendraum daraus machen. Und dann haben wir gedacht, was sollen wir da reinbauen? Und dann ist die Idee entstanden, also aus dieser ehemaligen Ausflugsschacht eine Attraktion für diesen Jugendraum zu machen. Wir haben eine ehemalige Aufzugsschacht gehabt. Und dann dadurch, dass wir auch der Hektari bei uns als Jugendbeauftragte da war, dann kam auf die Idee, dadurch, dass er auch mit PLSV zusammenarbeitet, kam auf die Idee, dass wir statt, weil geplant war, dass wir hier Büros aufbauen statt die Aufzüge, dann kam auf die Idee, ob wir da die Möglichkeit haben, hier eine Kletterwand zu bauen. Und da war bei uns eigentlich die Entscheidung schnell gefallen, dass das genehmigt wird. Und dann haben wir auch Kontakt mit dem BLSV aufgenommen und dann das Projekt im Gange gemacht. Und diese Attraktion soll nicht nur muslimischen Jugendlichen zur Verfügung stehen. Bei der Islamischen Gemeinde Nürnberg setzt man voll auf Integration, wie der Name Integrative Kletterwand schon andeutet. Für mich spielt also die Nationalität spielt keine Rolle. Ich kann niemanden fragen, woher er kommt. Die Hauptsache ist bei uns willkommen. Es kommen Nachfragen, aber wie gesagt, es ist, wie Sie wissen, ich meine, das ist auch eine gewisse Bürokratie da ist, das heißt mit Versicherung, ob derjenige, der kommt, einen Kursleiter hat oder nicht. Und wenn nicht, dann müssen wir schauen, ob wir, derjenige, der das leiten kann, auch Zeit hat. Also wir sind noch dabei, sagen wir, das besser einfach zeitlich zu organisieren. Was wir erreichen wollen, dass junge Menschen sich treffen können, abgesehen von ihrem Glauben, von ihren Hintergründen, einfach gemeinsam Zeit verbringen und Vertrauen gegenseitig aufbauen. Das heißt, und das kann man sehr gut üben im Klettersport. Es geht darum, jemand muss sichern, einer klettert und derjenige, der klettert, vertraut denjenigen, der sichert. Und das wollten wir auch pädagogisch weiterbringen, heißt es, also durch diesen Klettersport. Angesichts der anhaltenden Flüchtlingswellen haben sich die Verantwortlichen der Gemeinde auch schon Gedanken gemacht, wie beispielsweise syrische Kinder aufgefangen und integriert werden können. Natürlich mit Sport. Genau, das ist auch für uns sehr wichtig, meine, mit Flüchtlingen. Wir haben auch eine Abteilung Sozialbereich, heißt, das heißt, die sind auch Zusammenarbeit mit den verschiedenen Flüchtlingsinstitutionen, Zehndorf oder Regensburger Straße. Wir bieten verschiedene Aktivitäten, auch Sport. Und da wäre auch eine Möglichkeit, dass wir auch die Kinder hier einladen. Aber das muss man auch, wie gesagt, wieder nochmal schauen, wie wir die Kinder hier bekommen können, mit Transport oder mit Genehmigung. Aber die Gemeinde auch ist sehr engagiert in dem Bereich. Diese Einstellung und vor allem die sportlichen Möglichkeiten stimmen auch den Bayerischen Landessportverband sehr positiv. Wir sind sehr zufrieden, ne? Also für mich ist es gerade toll, wo ich halt auch mit vielen Gruppen zu tun habe, hier einfach herkommen zu können. Normal zahle ich in der Kletterhalle für pro Person 10 Euro ungefähr und hier kann ich einfach umsonst rein. Das ist für mich einfach eine tolle Möglichkeit. Und natürlich gibt es hier auch einen Austausch zwischen den einzelnen Gemeinden auch. Es gibt hier einen interreligiösen Austausch, wo dann halt auch zum Beispiel eine Gruppe von der evangelischen Gemeinde herkommt und dann einfach hier auch die Sachen mitnützt. Mit dieser Kletterwand soll aber noch lange nicht Schluss sein. Langfristig ist unter anderem auch der Bau eines Schwimmbades geplant, das nicht nur die Mitglieder der Gemeinde nutzen können. So nimmt die Islamische Gemeinde Nürnberg in Sachen Integration eine Vorreiterrolle ein, an denen sich so manche eine Scheibe abschneiden könnten. Das war eine Stunde TV Bayern Live mit vielen Informationen rund ums neue Jahr. Ich hoffe, Sie können jetzt noch ein paar freie Tage genießen. Und am kommenden Samstag, 17:45 Uhr, sind wir dann wieder für Sie da. Schönen Abend noch. Servus.
Was essen Babys gerne? Diese Frage beantwortet eine Ernährungsexpertin werdenden und jungen Eltern bei einem Seminar aus dem AOK-Gesundheitsprogramm. Die Kerninhalte des Seminars, was Babys gerne essen, ist die gesunde Ernährung für Babys in den ersten Lebensmonaten. Angefangen mit dem Stillen, dann geht es weiter mit der Säuglings-Anfangs- und Folgenahrungen, die es im Handel zu kaufen gibt. Dann sprechen wir über den Beginn der Beikost. Also welchen Brei gebe ich zuerst, wie ist dieser zusammengestellt, und zu guter Letzt sprechen wir über allergiegefährdete Säuglinge und was man dabei beachten muss. Bei einem weiteren Treffen geht es dann an die Praxis bzw. an den Herd. Die zweite Einheit ist der praktische Teil. Da werden wir gemeinsam mit den Teilnehmern verschiedene Breie kochen, diese verkosten und am Ende mit den industriell hergestellten Breis vergleichen. Doch nun zur wichtigsten Frage. Wie kommt das Seminar denn bei den Teilnehmern an? Der Kurs ist sehr zu empfehlen, besonders für werdende Mütter, junge Mütter. In unserem Kurs ist ein werdender Vater mit dabei, eine Großmutter ist mit dabei. Und ich werde auch in Zukunft versuchen, bei weiteren Seminaren vom AOK Gesundheitsprogramm teilzunehmen, weil sie einfach sehr interessant sind und mir sehr gut gefallen hat. Sehr viel Spaß gemacht, sehr informativ. Sehr viele Seiteninformationen und hat auch sehr gut geschmeckt. Man hat unterschiedliche Preissets hergestellt. Wir versuchen viel selbst zu machen. Zum Thema Ernährung gibt es bei der Gesundheitskasse natürlich weitaus mehr Seminarangebote für die AOK-Versicherten als nur zur Babynahrung. Die Ernährung spielt in verschiedenen Lebensphasen eine wichtige Rolle. Zum Beispiel in der Schwangerschaft oder bei kleinen Kindern. Dann wieder bei Jugendlichen oder auch, wenn man später berufstätig ist und die Zeit viel knapper wird. Genauso bei Senioren, die zu Hause sind oder noch einen aktiven Sport betreiben. Und darauf haben wir uns eingestellt und bieten für die einzelnen Gruppen die entsprechenden Angebote an. Informieren auch Sie sich über die für AOK-Versicherte kostenfreien Gesundheitsseminare, entweder im Internet oder in Ihrer AOK-Geschäftsstelle. Die Seminare kommen bei unseren Versicherten sehr gut an. Offensichtlich treffen wir damit den Zeitgeist, auch in Kürze viel zu einem bestimmten Thema zu erfahren. Und es hat uns auch dazu angeregt, unser Seminarprogramm im Jahr 2015 weiter auszubauen und neue aktuelle Themen anzubieten. Biere, Sensationen. TV Bayern zeigt Bayern von seinen schönsten Seiten. Fernsehen für alle, die in Bayern zu Hause sind. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard. Aufreger, Krawall und Kabarett. Wir hören hin und schauen nicht weg. Und wir lieben Kulinarik. Dazu die Analysen unserer Korrespondenten, die dort zu Hause sind, wo es passiert. TV Bayern Live. Wir berichten über die Themen der bayerischen Wirtschaft. TV Bayern Live, das heißt auch Sportsgeist und Partystimmung. Ganz Bayern in 60 Minuten, einmal rundrum. TV Bayern Live, ab sofort jeden Samstag auf RTL.